Ja, also ich würde sagen, dass Santa Barbara City College ist ein bisschen ungewöhnlich für Community Colleges, da es also sehr stark gefördert wird. Also wir haben viele Unterstützung vom Staat, sowie auch vom ganzen Land, da wir eben eine der Top Community Colleges gelten. Und von daher haben wir also viele finanzielle Fördermittel bekommen und haben von daher Programme, also die wirklich auf dem neuesten Stand sind, also was Technologie anbetrifft, auch was zum Beispiel unsere Gebäude anbetrifft. Der Campus sieht aus ein bisschen wie ein Country Club, also das ist auch nicht oft der Fall bei anderen Community Colleges. Und die Professoren kommen wirklich vom ganzen Land, und für jede Stelle, die wir frei haben, haben wir hunderte von Bewerbungen und können die Top-Professoren aussuchen, die in Santa Barbara leben möchten. Also von daher, ich würde sagen, dass die Qualität vom akademischen Programm ist wirklich sehr, sehr hoch. Die Lage ist fantastisch. Also das geht kaum besser. Und ich glaube, also für europäische Studenten ist es auch sehr schön, in einem warmen Ort zu leben, wo das Wetter das ganze Jahr schön ist. Es gibt viele Sportmöglichkeiten, viele Freizeitmöglichkeiten. Und Santa Barbara als Ort ist also ein Ort, wo man sehr leicht leben kann. Es gibt wenig Verkehr, es ist nicht gefährlich, so wie es manchmal in amerikanischen Großstädten sein kann. Und von daher ist es also eine ganz tolle Umwelt, um zu studieren, würde ich sagen. Ja. Wir haben ungefähr 50 deutsche Studenten, und das ist eigentlich relativ typisch. Wir haben ein gutes Mix, würde ich sagen, von internationalen Studenten. Also wir haben viele Länder, wo wir vielleicht 30, 40 Leute, also Studenten haben, und zum Beispiel aus vielen europäischen Ländern. Und das ist toll für die internationalen Studenten, weil sie in jeder Klasse 5 bis 10 verschiedene Nationalitäten kennenlernen und dadurch eben auch andere Perspektiven kennenlernen können. Und das ist auch toll für unsere amerikanischen Studenten. Die sind oft sehr neugierig, internationale Studenten kennenzulernen. Und von daher finden die Studenten also relativ schnell Anschluss, würde ich sagen. Ja.